Willkommen zurück. Weiter geht es mit einem Überblick. Nur wer den Überblick hat, hat die Souveränität und kann in einer Prüfung bestehen. Vor allem in einer mündlichen Prüfung. Das beste Instrument, sich vorzubereiten auf eine mündliche Prüfung, ist, die jeweiligen Lerngebiete zu mappen. Das Instrument heißt Mindmap. Der zentrale Begriff steht in der Mitte eines quergelegten DIN A4-Blattes. Thema ist hier E-Learning. Ich mache es also vor. Wie macht man eine Mindmap? E-Learning. Das erste ist Begriff. Diesen Begriff verwende ich immer, wenn es darum geht, was ist das, was macht das? E-Learning ist Electronic Learning. Und das mit anderen Worten ist nichts anderes als, nehmen wir das gleiche Zeichen, Lernen am Computer. Und Computer ist bitte heute sehr allgemein zu sehen. Lernen mit elektronischen Medien, das kann auch ein Pad sein, das kann auch ein Smartphone sein. Wenn man mit dem kleinen Bildschirm vom Smartphone klarkommt, kann man auch da gewisse Lerntätigkeiten machen. Arten von E-Learning. Es gibt in der Tat eine Menge Arten von E-Learning. Das erste sind Übungsprogramme. Das kann man sehr gut einsetzen, zum Beispiel zum Vokabeln lernen. Übungsprogramme sind Arbeiten mit geschlossenen Fragen im Prinzip. Ja, ich habe eine Mindmap auch gemacht zu Fragearten. Schauen Sie danach, wenn Sie nicht wissen, was eine geschlossene Frage ist. Übungsprogramme kann man machen, wenn die Antworten relativ klar sind. Bei Vokabeln sind die Antworten relativ klar. Bei anderer Art von Wissen ist das Übungsprogramm nicht so sehr das richtige Instrument. Wenn der Wissensstoff generell standardisiert ist, ja, für diese ganzen Multiple-Choice-Sachen, Führerschein, auch die Medizinprüfung, ich weiß nicht, ob das immer noch so ist, aber es war viele Jahre so, sind ja zumindest zum Teil Multiple-Choice-Sachen. Da sind Übungsprogramme die E-Learning-Antwort auf diese Art des Wissens und diese Art auch der Prüfung. Dann gibt es Tutorenprogramme. Das, was ich mache, ich mache ja auch so eine Art E-Learning mit meinem Video-Coaching, ist eine Art Tutorenprogramm. Das heißt, man wird Schritt für Schritt durch den Lernstoff geleitet, hoffentlich anhand einer sorgfältig erarbeitenden Struktur, eines Leitfadens, sodass man immer weiß, wo man ist. Ich bilde mir ein, dass ich diesen Anforderungen entspreche und der Erfolg gibt mir da auch durchaus recht. Also das sind Tutorenprogramme, das Schritt für Schritt anleiten, den Prüfling an die ha oder den Lernenden, besser gesagt, an die Hand zu nehmen und ihn durch den Lernstoff zu führen. Das ist ein Tutorenprogramm. Dann gibt es Hypermedia-Programme. Da passiert genau dieses Führen nicht. Hypermedia bedeutet, dass man über sogenannte Hyperlinks von hier nach da klicken kann. Dass man also seinen Lernpfad in gewisser Weise, innerhalb gewisser Grenzen selber wählt und entscheiden kann, ob man jetzt hier ein Video anklickt und sich das nochmal in Videoform zeigen lässt oder ob man weitergeht, wie auch immer. Ja, Hypermedia, im Gegensatz, wenn Sie mal gefragt werden, was ist der Unterschied zwischen Hypermedia und Tutorenprogramm, ist der eine Unterschied, Hypermedia setzt generell mehr Medien wie Videos, vor allem Videos ein. Aber der entscheidende Unterschied, was das Lernprogramm angeht, ist beim Hypermedia-Programm ist weit weniger Führung als beim Tutorenprogramm. Tutorenprogramme haben meistens eine sehr enge Führung. Und meine These ist, dass man bei einem Lernstoff wie der Betriebswirtschaftslehre zunächst mal eine enge Führung braucht. Deswegen habe ich ein Tutorenprogramm und kein Hypermedia-Programm. So, obwohl ich Videos einsetze. Und dann gibt es noch die Simulations Programme. Das wird wiederum für ganz andere, in dem Fall Fähigkeiten und Fertigkeiten eingesetzt. Sie kennen das alle, wenn Sie Autorennen fahren, am Computer, ne? Am Computerbildschirm kann man das ja simulieren, dass man in einem Rennauto, sitzt. Das ist mehr dann zur Unterhaltung, ne? Da zahlen Leute Geld für, auch bei bestimmten Anlässen, dann schmeißt man da ein paar Münzen in so einen Automaten und dann kann man Autorennen fahren.
Aber zum Lernen ist das natürlich wunderbar, wenn man als Pilot lernt, eine Maschine zu starten und auch zu landen, dann kann man das in solchen Simulationsprogrammen lernen. Und das ist deutlich günstiger, als wenn der Pilot einen Fehler macht. Und wenn er wirklich real fliegen würde, hätte er jetzt die Maschine zerlegt. Im Simulationsprogramm wird das simuliert, aber der Schaden ist eben nicht da. Das ist ein Riesenvorteil. Das ist also deutlich, deutlich günstiger, als das wirklich am konkreten Objekt zu machen. Der Schritt zum konkreten Objekt ist dann auch sehr viel kleiner. So, im Grunde habe ich schon was zum nächsten Punkt gesagt, nämlich zu den Einsatzmöglichkeiten, indem ich die Arten gerade beschrieben habe, auch welche Art von Lernstoff hier vermittelt werden kann. Einsatzmöglichkeiten generell, jetzt wenn wir die Frage ein bisschen anders verstehen, dann können wir sagen, bei hohen Teilnehmerzahlen. E-Learning-Programme zu entwickeln ist teuer. Deswegen braucht man einen gewissen Schwellenwert, den man überschreiten muss, was die Teilnehmerzahlen angeht. Ja, wenn man sie dann entwickelt hat, sind die weiteren variablen Kosten sehr, sehr gering, tendenziell sogar gegen Null gehend, manchmal jedenfalls, meistens. Aber man braucht eine gewisse Anzahl an Teilnehmern, damit sich das lohnt. Dann gibt es Leute, die sagen, bei sich schnell verändernden Lerninhalten, damit ist gemeint, dass man ein solches E-Learning, dass man durch ein E-Learning-Programm sehr schnell sehr viele Menschen erreichen kann über eine digitale Aussendung, als die Leute alle zusammenzutrommeln in einem Seminarraum, den man erstmal mieten muss, wo man erstmal einen Dozenten besorgen muss und so weiter und so weiter. Das ist hier gemeint. Ja, also im Grunde ist das hier eine Frage der schnellen Kommunikation und das geht eben digital sehr viel schneller und sehr viel weitreichender. Sie können dann über eine entsprechende E-Mail, mit der Sie einen Link verschicken zu einem Update, das Sie irgendwo hinterlegt haben auf einem Server und die Leute klicken auf diesen Link und erarbeiten sich dann mal ganz kurz die Aktualisierungen. Und wir brauchen visualisierbare Lerninhalte, denn wenn man mit reinem Text arbeitet, dann wird das am Computerbildschirm sehr schnell sehr anstrengend und ermüdend für das menschliche Auge. Ja, das ist mit ein Grund, warum ich das Ganze sozusagen, in die Länge gezogen habe, mit Hilfe von Strichen und Pfeilen, um die Strukturen zu zeigen, um aus diesem reinen Textmedium rauszukommen. Ja, ich verwende in meinen Programmen relativ wenig, fast gar keine Texte, wenn es um die Vermittlung von Lernstoff geht. Nachher in der Zusammenfassung sind natürlich dann Texte da, aber die kann man sich ausdrucken und dann ganz normal lesen und nicht am Bildschirm lesen. Aber wenn es um die Erarbeitung geht, dann muss man aus dem reinen textbasierten Medium raus. So, das sind die Einsatzmöglichkeiten, wenn man es von diesem Aspekt her betrachtet. Ansonsten kann man natürlich auch sagen, Einsatzmöglichkeiten, zum Beispiel, wenn man lernt, ein Flugzeug zu fliegen, dann sind Simulationsprogramme das Richtige. Ja, so kann man die Frage auch verstehen. So, schauen wir kurz auf die Arten der Lerninhalte, die man im Prinzip generell wie auch immer vermitteln kann. Also das ist jetzt eigentlich nur eine Begriffsklärung. Wir unterscheiden kognitive und kognitive, darunter verstehen wir Wissensvermittlung und wir unterscheiden affektive Lerninhalte und das ist ein Verhaltenstraining. Anfang der 2000er Jahre gab es eine große Euphorie, was das E-Learning angeht. Und
Es gab viele Leute, die geglaubt haben, dass das E-Learning, die klassische Form der Wissensvermittlung, ihm zum Beispiel im Seminar, vor allem im Seminar, komplett ersetzen kann. Von dieser Euphorie ist man mittlerweile sehr stark wieder herunter. Und mit der affektiven Vermittlung, also wenn es um Verhaltenstraining geht, wenn es darum geht, wie man eine gute Rede hält, Gestik, Mimik eines Redners, dann kann man sicher digitale Instrumente einsetzen. Man kann sich filmen, man kann sich selber angucken dann, wie wirkt man, wie setzt man Gestik und Mimik ein. Das ist alles wunderbar, aber den Trainer komplett ersetzen, wenn es um Verhaltenstraining und damit um Verhaltensänderung geht, da habe ich bis heute nichts Überzeugendes gesehen. Ja, obwohl damals wirklich eine große Euphorie war und viele, die auf diesen Gebieten schon tätig waren, da auch investiert haben. Und da ist auch viel den Bach runtergegangen. Wissensvermittlung, würde ich heute, 20 Jahre später, sagen, funktioniert recht gut. Ich habe es, glaube ich, ganz gut hingekriegt hier. Ansonsten sehe ich aber wenig anderes Ersetzendes. Ich komme da gleich drauf nochmal zu sprechen, wenn es um den Begriff des Blended Learning geht. Das ist der Stand, den man dem E-Learning heute gibt. Man sieht es als Blended Learning, als ergänzend und nicht ersetzend. Wobei mir es gelungen, tatsächlich Seminare komplett zu ersetzen. Ich mache das jetzt mittlerweile im 8. Jahr. Also da sind Beweise genug da, dass das funktioniert. Aber ich sehe nicht viel andere, denen das wirklich gelungen ist. Es gibt viele Plattformen, aber das endet meistens in Frustration. So, schauen wir auf die oft diskutierten Vorteile und Nachteile von E-Learning, nehmen wir es beides schon mal auf als Ast. Vorteile und Nachteile. Vorteile von E-Learning sind im Prinzip die Vorteile, die immer genannt werden, auch wenn es um Fernlehrgänge geht. Das ist also nichts Neues, nur dass das Medium gewechselt hat. Das ist halt nicht mehr das Lernheft, sondern ist das digitale Medium, der Computer oder das Pad. Aber es wird immer genannt, dass das Lerntempo selber bestimmbar ist. Lerntempo selber bestimmbar, während Sie sonst, wenn Sie in einer Gruppe sitzen, natürlich immer abhängig sind vom gesamten Tempo, das die Gruppe geht. Wenn Sie langsamer sind oder wenn Sie schneller sind in Ihrem Verständnis, in Ihren geistigen Abläufen oder einfach weniger oder mehr Zeit brauchen, um etwas zu verstehen, dann sind Sie immer gebunden an das Lerntempo der Gruppe. Hier können Sie das Lerntempo selber bestimmen. Sie können auch zurückspulen und sich das nochmal anhören, so oft wie Sie wollen im Prinzip. Und das gilt als Vorteile. Nehmen wir das nochmal auf und formulieren es nochmal ein bisschen anders. Beliebige Wiederholung möglich. Ja, das ist der gleiche Gedanke im Prinzip nochmal anders formuliert. Ja, wenn Sie das Lerntempo selber bestimmen, dann können Sie auch einen Passus, den Sie nicht gut verstanden haben, beliebig oft noch einmal laufen lassen. So, dann Visualisierungsmöglichkeiten. Die natürlich auch in einem Seminar möglich sind. Auch in einem Seminar kann jemand irgendwie ein digitales Instrument einsetzen und Dinge visualisieren, Bilder zeigen, Abläufe zeigen, kleinen Film zeigen. Aber die Möglichkeit besteht hier eben auch. Wenn es darum geht zu lernen, wie man Kaffee kocht, dann ist es natürlich gut, wenn man zwischendurch mal ein kleines Filmchen einblendet. Und diese Möglichkeiten bestehen. So, dann heißt es jederzeit einsetzbar. Das bedeutet, dass man die Zeit, wann man lernt, selber bestimmt. Und dann kommt der Ort überall einsetzbar. Ja, also Zeit und Ort, mit anderen Worten gesagt, kann man selber bestimmen. Mit Einschränkungen. Ich würde das überall nicht unterschreiben. Ja, es gibt Situationen, in denen man sich befindet,
in dem man nicht unbedingt E-Learning betreiben soll, weil es einfach nichts bringt. Ja, selbst wenn man es jetzt rein theoretisch könnte, aber bringt es was? Ja, wenn man am Flughafen da sitzt, dann muss man schon sehr, ich habe es auch schon gemacht, am Flughafen, dass ich eine Sprache, die ich lerne, dass ich da mein E-Learning-Programm auf meiner App, auf meinem Smartphone durchgegangen bin. Aber das war auch mehr so ein Wiederholungszyklus von Worten, die noch nicht so richtig saßen und so weiter. Also meine Konzentration ist an Flughöfen stark reduziert. Und da muss man sich also überlegen, ne? Wenn man es macht, dann muss man überlegen, welcher Lernstoff, welche Art des Lernstoffs hier passt. Dann gibt es noch einen Vorteil, der oft genannt wird, nämlich Entlastung des Lehrers. Ich weiß nicht, ob das wirklich in der Praxis sich so durchgesetzt hat. Es gibt so diese Vorstellung, dass man, indem man bestimmte E-Learning-Programme verschickt, die Leute auf den gleichen Stand bringt und sie danach ins Seminar kommen, man diesen gleichen Stand dann voraussetzt. Ob das wirklich funktioniert, möchte ich mal bezweifeln. Aber das ist hier gemeint, dass der Lehrer gewisse Dinge an das E-Learning-Programm delegieren kann. Keine Fahrzeiten. Und das alles, was damit zu tun hat, ne? Keine Fahrzeiten und alles, was damit zu tun hat, damit, dass man im Auto sitzt, dass man im Stau steht, dass man einen Parkplatz finden muss und diese ganzen Geschichten, die entfallen. Man kann aufstehen, man kann im Prinzip sich im Schlafanzug an den Rechner setzen und man kann sein Lernprogramm machen und muss nicht erst ins Bad sich zurecht machen, duschen, waschen, all das, sondern man kann das auch im Prinzip im Schlafanzug machen. Ja, also man muss nicht irgendwie losfahren und irgendwo ankommen und dann hat man die ganze Fahrzeit. Also das ist in der Tat ein Vorteil, der ist greifbar. Und dann gibt es noch die Sache mit der Kostensenkung. Ich sagte schon, die Kostenstruktur beim E-Learning ist in der Tat so, dass die Entwicklung sehr, sehr teuer ist. E-Learning zu entwickeln ist sehr, sehr teuer. Und wenn man es dann aber hat, dann eine gewisse Teilnehmerzahl erreicht, dann sind die Preise auch geringer. Also die Preise meiner Kurse sind, glaube ich, durchgehend deutlich niedriger als das, was für ein Präsenzseminar generell am Markt genommen wird. Ich kann nicht jeden Anbieter überblicken, aber so tendenziell gilt, glaube ich, diese Aussage. Womit wir bei den Nachteilen wären, das sind dann die hohen Entwicklungskosten. Ja, wenn Sie nach Vor- und Nachteilen gefragt werden, ist immer die Frage, Vor- und Nachteile für wen? Und oft steht da nur, nennen Sie Vor- und Nachteile und es wird nicht gesagt, für wen. Das heißt, Sie haben alle Möglichkeiten. Sie können Nachteile nennen für den Lernenden, Sie können Nachteile nennen für den Entwickler. Hohe Entwicklungskosten sind dem Lernenden egal, solange er nicht einen überzogenen Preis zahlen muss, der mit diesen hohen Entwicklungskosten gerechtfertigt ist, ist dem Lernen das egal. Aber man kann das auch aus Sicht des Entwicklers hier betrachten. Machen Sie das bitte, wenn Sie in der Prüfung einfach nur pauschal nach Vor- und Nachteilen von irgendwas gefragt werden. Ja, dann überlegen Sie, für wen. Und dann haben Sie den Lernenden, haben Sie den Entwickler, haben Sie das Unternehmen, das E-Learning für die Mitarbeiter einsetzt, haben Sie schon drei verschiedene Gruppen mit drei verschiedenen Ausrichtungen und Interessen und die Möglichkeit, hier wieder Lösungen zu generieren. Ja, dann keine Gruppendynamik. Ja, da ist was dran, denn wenn Sie einen guten Lehrer haben, der auch so ein bisschen Unterhaltungselemente mit einbaut, ohne zum Clown zu werden, der die Leute fesseln kann, das kann wegfallen, wenn man nur trocken an irgendwelchen PowerPoint-Folien sitzt. Das kommt eben darauf an, wie man das E-Learning aufzieht. Ja, bei mir ist es quasi so, dass ich als Lehrer bei jedem persönlich am Schreibtisch erscheine. Nun sitzt da aber keine Gruppe, da sitzt da ein Einzelner. Von daher gibt es auch bei mir keine Gruppendynamik. Wobei ich behaupte, Lernen ist ein einsamer Vorgang. Ja, man kann sich
Dinge arbeiten und es ist leichter, wenn man links und rechts Leute sitzen hat, vor allem wenn es schwer ist, dann ist es einfach leichter, wenn man nicht allein ist. Aber das eigentliche Lernen ist ein einsamer Vorgang und ich habe auch nie besonders viel von Arbeitsgruppen gehalten, ehrlich gesagt. Das war oft die Dynamik, dass einer arbeitet und die anderen waren die Gruppe. Und naja, aber es gibt Leute, die das anders sehen, die auch vielleicht von ihrer Persönlichkeitsstruktur da anders sind und sich deswegen gegen E-Learning entscheiden und sagen, nein, ich brauche die Gruppe, ich brauche die Gruppendynamik. Und dann sagt man noch, es ist anonym, ja, man sitzt da und es ist halt kein anderer da. Es gibt Leute, die das irgendwie beschäftigt, für die es vielleicht sogar negativ ist und anderen, denen ist das egal. Okay, ja, das sind so die wesentlichen Punkte. Dann möchte ich noch einen Begriff einführen. Ich nehme es mal unter Begriff hier auf, nämlich Blended Learning. Ich habe es vorhin schon erwähnt. Blended Learning heißt wörtlich eingerührtes Lernen. Das muss man sich so vorstellen, wie dass man Sahne in Kaffee einrührt. Das ist das Bild, das dahinter steckt. Und damit will man aussagen, dass E-Learning ergänzend seine Rolle gefunden hat, aber nicht ersetzend. Und ich widerspreche dem, weil es mir seit 8 Jahren gelungen ist, sehr umfangreiche Lehrgänge, sehr umfangreiches Wissen wie beim technischen Betriebswirt oder Betriebswirt IHK erfolgreich zu vermitteln, in dem Sinne, dass meine Kunden das mit gutem Erfolg schaffen. Ich helfe, wenn Hilfe gebraucht wird. Und ich helfe bei der Projektarbeit, zum Beispiel bei der Themenformulierung und bei der Gliederung und so weiter. Das sind Hilfen, die ich gebe, aber ansonsten funktioniert das zu einem sehr hohen Prozentsatz wirklich für den Teilnehmer selbststeuernd und ist eben nicht ergänzend, sondern ist in der Tat ersetzend. Also mein System ersetzt komplett ein Präsenzseminar und ersetzt komplett einen Fernlehrgang. Alles Gute, Marius Ebert. Für Lernhilfen und Prüfungstipps klicken Sie auf den Link unter diesem Video.